Ja, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von uns. Danke für die zahlreichen Nachrichten, die mir erreicht haben nach dem letzten Video. Echt cool für das ganze Feedback. Da wird ja einiges gewünscht, was wir noch ein bisschen optimieren können, und ich werde versuchen, dass wir das in der Zukunft ein bisschen berücksichtigen. Gib alles dafür. Ja, heute geht es weiter beim Thema Mini. Ein echt schwieriges Projekt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich richtig anfangen soll. Wie wir abgehört haben, wie es eine komplette Serie war, war es definitiv keine Liebe auf den ersten Blick. Muss man ganz ehrlich sein. Aber ich habe was gesehen drinnen, was mich interessiert hat, ob sie das so realisieren lässt, ob das so funktioniert. Und was mich richtig begeistert hat dabei, ist, dass es einmal ganz was anderes ist, wie das, was wir sonst immer an Autos machen. Ich glaube, Mini haben wir Gewindefahrwerk und einmal eine Venturi und sonst was, ja, aber so ein richtiges Komplettprojekt aus haben wir mit einem Mini noch nie gemacht, und deswegen hat es mich halt wirklich brennend interessiert, ob wir daraus was hinkriegen, was mir persönlich auch gefällt. Also, Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Was ich aber wirklich cool gefunden habe, war das Interieur. Das taugt mir voll. Diese Mini-Hotline, wo ich anrufe und sage, ich bin gerade in Wien, und der schickt da dann die nächste Pastabude aufs Handy. Mega. Also, der Service rundherum, rund um das Mini, die Kundenbetreuung und das zahlt mich richtig. Also, das zahlt mich wirklich. Ja, heute habe ich ihn als erstes Mal fahren können. Habe mich auch richtig gefreut. Die Grenzen sind bei uns jetzt zumindest für gewerbliche Sachen wieder offen. Und deswegen habe ich heute mal über das große deutsche Eck, über Rosenheim, das erste Mal probieren können, was der Mini so hergibt in der Serienleistung. Das sind 180 PS beim Mini S. Und gar nicht so schlecht. Bin vom Handling begeistert. Ich bin doch einiges gewohnt und wirklich viel gefahren. Vom Sportwagen, Supersportwagen bis zu jedem Golf. Und oft ist halt in der Serie, dass die hinten ein bisschen schwammig werden und dann bei 200 nicht mehr ganz so das gute Gefühl entsteht. Habe ich bei dem nämlich nicht gehabt, obwohl er fast ein Geländebuggy ist. Ja. Mega, also ich bin echt zufrieden, tue mir aber jetzt mit dem fortführenden Projekt wirklich, wirklich schwer. Ich war anfangs wirklich begeistert, jetzt haben wir die ersten Sachen machen lassen, wir kommen jetzt Blackout rundherum. Danke an Mozart nochmal. Es hat perfekt funktioniert, hat mich zum Zug gebracht, bin mit dem Zug wieder gekommen, Auto wieder angeholt, perfekt. Und jetzt war er noch beim Bindi, beim Karosseriewerkstatt, und der hat uns noch für das vorbereitet, was letzten Endes folgen wird, damit das Ding mir irgendwann auch gefällt. Für alle, die dann sagen, wenn wir Fitment machen, eher cool, auf Plastik, Radlife Fitment kann ich auch. Schön wär's. Ich hätte es lieber so gelöst, aber es war leider nicht möglich. Sprich, wir haben das Innenblech ist leider ein bisschen im Weg. Da haben wir ein bisschen angreifen müssen. Und jetzt passt es. Sagen wir einfach so, jetzt passt es. War super Arbeit. Wir haben das komplette schwarze Paket da rundherum, die ganzen Leisten, runden in die Stoßstangen, die Sachen. Das ist alles in Silber in Wagenfarbe lackiert worden. Wir haben ein paar unterm Grill die Streben in Rot lackiert. Und ja, es ist einiges, es fällt auf den ersten Blick gar nicht so auf, aber das war echt viel zum Lackieren. Und dann noch die Radläufe hinten, die Innenradläufe entsprechend zu bearbeiten. Ja, also da ist einiges passiert, was man jetzt auf den ersten Blick noch gar nicht so sieht. Ja, wie gesagt, ihr schaut euch die aktuellen Veränderungen einfach einmal an und dann klären wir, wie es mit dem Mini weitergeht. Viel Spaß!
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Ihr braucht mir nicht sagen, dass er zu hoch ist, das weiß ich. Ja, das Ganze ist tatsächlich jetzt, mir gefällt es, also ich denke, es war die richtige Entscheidung, die Radläufe in Wagenfarbe zu lackieren. Ich habe damit sehr, sehr vielen Leuten geschrieben. Viele haben gesagt, mach's Carbon. Einige haben gesagt, lass es schwarz. Aber die Mehrzahl hat mir eigentlich gesagt, probier es in Wagenfarbe, weil wenn es schief geht und das scheiße ausschaut, dann können wir noch immer auf Carbon gehen. Und das war auch meine Idee. Die Struktur drauf hat mir sowieso nicht gefallen. Von daher hätte es sowieso glatt werden müssen und von daher haben wir gesagt, probieren wir als erstes einmal Wagenfarbe. Wenn uns das nicht gefällt, können wir Schwarzglanz machen und wenn uns das auch nicht gefällt, können wir noch immer Carbon machen. In Summe bin ich mit Wagenfarbe jetzt eigentlich glücklich. Das ganze Auto wirkt für mich jetzt momentan gerade nur ein bisschen schräg, weil er einfach zu hoch ist. Also da gibt es auch keine Diskussion, das lässt sich nicht schön reden, das ist katastrophal. Das hohe Auto war okay mit den schwarzen Radläufen, weil dann hat das ganze ein Konzept, das war halt so ein bisschen Offroad-Ding und da hat mir das eigentlich auch gut gefallen. Also in der Serie war das nicht schlecht. Das hat mir wirklich gut gefallen. Aber jetzt, wo die Radläufe silber sind, ist das so viel Auto, weil es ist eigentlich wirklich ein großes Auto, es ist so viel Auto, so viel silber und so viel Platz rundherum zum Boden und es hat keine Form mehr. Also es stimmt nicht mehr zusammen für mich. Deswegen, ich freue mich jetzt schon richtig auf die nächsten Schritte und es geht wie folgt weiter. Luft kommt rein, das ist gar nicht so leicht, also es ist nicht so, dass wir unendlich viel Auswahl an Luftverwerken haben bei dem Auto. Es ist nämlich ein Mini Cooper S, beziehungsweise ein Countryman S Allrad. Es gibt genau ein einziges Fahrwerk dafür. Das haben wir jetzt einmal bestellt, da werden wir wahrscheinlich noch einiges umbauen müssen, damit das auf die Tiefe kommt, wie ich mir das vorstelle. Aber der Aufwand ist mir wert, weil es soll trotzdem der erste F60 Fitment sein, der irgendwo da mal rumfährt. Steuerung werden wir aktuell einmal auf ein Airlift gehen. Mangels Alternativen. Ich finde die Airlift nicht schlecht, finde aber fürs Fitment die 3P fast ein bisschen unpassend. Man müsste wandern auf ein 3H erweitern oder eben auf ein E-Level gehen und momentan bin ich dran, vielleicht werden wir eventuell das mit einer Praxissteuerung versuchen. Die werden aber erst ausgeliefert, deswegen fange ich jetzt einmal an, weil ich möchte nicht mehr länger hochfahren mit einer Airlift-Steuerung. 3P mit Touchpad plus Safe dahinter wird, glaube ich, soweit ganz gut funktionieren. Ja, wo geht's dann weiter? Auspuffblenden, habt ihr sicher auch schon gesehen, die sind noch silber. Sorry, habe ich gepennt. Die liegen schon im Kofferraum drinnen, die kommen natürlich in schwarz vom X2, haben ein bisschen einen größeren Durchmesser, kommen auch noch drauf. Und der finale Step danach, nein, ist gar nicht der finale, komme ich gerade drauf. Dann kommen nämlich vorher noch Sitze. Der Markus Red Rocket hat uns Sitze gebaut. Mega cool, eine Mischung aus einer Polform, aber hinten eigentlich ein W204 C63. Mega, mega cool, gefällt mir richtig gut, viel Carbon und mit Original BMW Ministoff wieder in der Mitte, das wird richtig nice. Und dann geht es zum finalen Schritt und es wird, denke ich, Mitte bis Ende Juni sein, dann kommen die Räder. Das war auch eine harte Reise, damit ich mich für was entscheide. Ich habe aber dann auf Instagram in der Corona-Zeit etwas gesichtet, was mich ein bisschen inspiriert hat. Da war ein Mini, ich muss das Foto aussuchen, das können wir sicher einblenden. Username können wir dann auch verlinken. Das Ding hat mich ein bisschen inspiriert, war ein normaler Mini mit BBS E50 drauf. Und ich war hin und weg, also das hat mir auf Anhieb gefallen. Und da ich etwas breiter gehe, also wir gehen jetzt vorne auf ein 9,5er, hinten auf ein 10,5er. ET halten wir flach, ganz klar, weil wir wollen fitten. Habe mir natürlich welche bauen lassen müssen in den Dimensionen. Und da kommen jetzt Asphaltbeams. Bin mit Yves jetzt schon über Monate mit dem Projekt im Gespräch. Wir haben das Ding, glaube ich, in Summe dreimal vermessen und ich glaube, das Ergebnis wird sich dann sehen lassen können. Ja, wir werden jetzt noch was versuchen. Nehmt es uns nicht übel. Es wird wirklich ein Versuch. Wir sind nicht die, vor allem denke ich nicht ich,
die großen Photoshop-Tierverleger. Das machen wir normal nicht. Wir versuchen das einmal ein bisschen so zusammenzustellen, damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt, was aus diesem Auto wird. Und das wollen wir euch dann in der letzten Szene in diesem Video noch sagen. Ja, in diesem Sinne geht die Mini-Reise weiter. Beim nächsten Mal zum Thema Mini sehen wir uns beim Einbau vom Fahrwerk. Und ich freue mich drauf, wann das Ding dann irgendwo Ende Juni fertig auf der Straße liegt und wir den letzten Carbon aufnehmen und dann das Ding auf den letzten Treffen im September dann noch präsentieren können. Danke fürs Gucken. Ich freue mich wirklich immer wieder über die Leute, die einschalten und sich das Ganze anschauen. Liked, kommentiert, schreibt drunter, was euch einfällt. Bis dahin, bis die Tage. Ciao, ciao.